Ja, Glückwunsch nach euch. Ich denke, dass ihr verdient gewonnen habt. Das spiegelt ja auch das Ergebnis wider. Nichtsdestotrotz bin ich nicht unzufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das umgesetzt, was wir angekündigt haben, dass wir eben versuchen mitzuspielen, dass wir versuchen, die Initiative zu ergreifen. Das ist uns über weite Strecken gut gelungen. Hatten unsere Situation. Ich denke auch, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft ein großes Potenzial hat, auch Fußball zu spielen. Aber am Ende entscheiden natürlich auch die Tore und dann gibt es natürlich immer auch Momente im Verlauf eines Spiels, wo man hellwach sein muss. Und gerade das zweite Tor, wo wir uns dann doch nicht klug angestellt haben, ist zum Zeitpunkt gefallen. Das war dann zu früh, Anfang der zweiten Halbzeit, da konnten wir dann keine Chance zurückzukommen, weil wir dann einen unheimlich großen Kraftaufwand betreiben mussten und überhaupt dann Meter zu gewinnen. Köln ist natürlich dann auch spielerisch in der Lage, das dann auch wegzuhalten, haben den Ball laufen lassen, haben auch gar nicht mehr versucht, uns unter Druck zu setzen, haben sich dann über Konter gute Chancen erspielt. Insofern war das dann auch aus unserer Sicht dann in Ordnung. Ich finde nur, dass das dritte Tor dann nicht mehr fallen muss. Sind wir auch wieder, gedanklich zu früh schon am Ende. Denn das war ein leicht zu verhindertes Tor. Und das trübt dann das Ganze, weil man dann natürlich dann einen hohen Aufwand betrieben hat und am Ende sagen muss, 13-0 verloren, das hört sich auch klar an. Wir werden es aufarbeiten. Ich denke, dass das für uns alternativlos ist, so Fußball zu spielen, dass wir versuchen, nach vorne zu spielen, dass wir mit sich mitspielen wollen. Wir haben hier zum ersten Mal, viele von den Spielern zum ersten Mal vor so einer Kulisse Fußball gespielt. Das haben sie toll gemacht. Aber aus dem Staunen muss halt irgendwann dann auch Alltag werden. Und dann denke ich, werden wir in der Rückrunde alles dafür tun, um in dieser Liga zu bleiben. Denn ich denke, dass der FCM eine Bereicherung ist für uns. Vielen Dank, Markus. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, guten Abend zusammen. Danke für die Glückwünsche. Ich glaube, wir sind richtig gut in die Partie gekommen. Ganz zu Beginn schon zwei gute Möglichkeiten gehabt. Und dann muss man sagen, haben die Magdeburger das richtig ordentlich gemacht, haben viele Zweikämpfe gewonnen, haben Konteraktionen gestartet, sind immer torgefährlicher geworden. Im Laufe der ersten Halbzeit haben wir noch eine richtig gute Torchance. Da können wir auch in Rückstand geraten. Dann haben wir uns wieder gefangen in der ersten Halbzeit, haben wieder besser nach vorne gespielt und machen dann das Tor. Das hat uns natürlich gut getan. Und da, wenn du dann rauskommst in die zweite Halbzeit und schießt direkt zu früh das 2-0, das ist natürlich für uns, hat uns richtig gut getan, war sehr wichtig für uns. Und dann haben wir, glaube ich, die zweite Halbzeit auch richtig ordentlich im Fußball gespielt gegen eine richtig gute Magdeburger Mannschaft. Da sieht man halt auch, dass es unabhängig davon, welche Platzierung die Mannschaften haben, immer schwer ist, in der zweiten Liga die Spiele zu gewinnen. Aber ich glaube, heute haben wir es hinten raus richtig gut gemacht und auch verdient geworden. Jetzt müssen wir regenerieren. Wir haben eine kurze Zeit bis Freitag und werden alles dafür tun, dass die Jungs nochmal die Akkus aufladen können und dass wir gegen Bochum ein richtig gutes Spiel machen. Aber insgesamt muss man sagen, heute war das letzte Spiel der Hinrunde und mit 36 Punkten die Hinrunde abzuschließen, das ist schon ordentlich. Ich glaube, dass die Jungs auch viel dafür getan haben, gerade jetzt in den letzten Wochen, Monaten. Haben wir uns auch belohnt dafür und müssen halt auch gucken, dass wir das jetzt gegen VfL Bochum am Freitag wieder fortsetzen können für die Rückrunde. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann nehmen wir hier vorne los, die Fuchs von der NBA. Wie fällt denn Ihr generelles Fazit für die Runde aus? Speziell auch, was die Offensive angeht. Ja, ich habe ja gerade gesagt, wenn man 36 Punkte holt, dann hat man eine richtig gute Hinrunde gespielt, glaube ich. Die ist auch vonnöten, wenn man auf die Tabelle guckt, alle Mannschaften punkten. Und uns ist es auch gelungen, und wenn ich unsere Offensive sehe, aber das ist halt auch immer schwierig, wenn man das auseinanderhält, weil du musst halt defensiv und offensiv gemeinsam auf den Platz bringen. Aber wir sind halt immer in der Lage, Tore zu schießen, und die Anzahl der Tore, die wir geschossen haben, das ist schon auch wieder eine Hausnummer.
Ich hoffe, dass wir das beibehalten können und gerade diese Stabilität, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt haben im Defensivverbund, dass wir die auch transportieren können in die Rückrunde, weil es ist viel, viel wichtiger. Tore schießen nach vorne, wie gesagt, wir haben immer die Gefahr, wir können immer Tore machen. Dass wir gerade jetzt hinten so stabil geworden sind und auch mal zu Null spielen können, das tut uns natürlich gut. Jonas Vier vom Weißblock. Am Anfang hat John Cordova heute sein bestes Spiel im FC-Trikot gemacht. Kann man das sagen? Das ist immer schwierig, weil jedes Mal nach jedem Spiel werde ich gefragt, hat der John jetzt sein bestes Spiel gemacht? Jetzt kommt wieder das nächste, hat er jetzt sein bestes Spiel gemacht? Weil wir sind erstmal froh, dass der John diesen Weg jetzt angeschlagen hat und zeigt, glaube ich, allen, dass er auch ein richtig guter Fußballer ist. Aber viel wichtiger ist halt, dass er der Mannschaft damit hilft. Und ich glaube, wir haben viele in der Mannschaft, die sich positiv entwickelt haben, auch in den letzten Wochen. Hilft natürlich auch jedes gute Ergebnis. Und John ist natürlich einer von den Jungs, aber die ganze Mannschaft entwickelt sich gut und ich glaube, wir sollten jetzt nicht einzelne Spieler hervorheben. Ich hoffe, der kann den Weg weitergehen, der John, und die anderen auch, sodass wir in der Lage sind, eine richtig gute Rückrunde zu spielen. Herr Wandrowski und dann nochmal. Herr Anfang, ich habe Sie die gelbe Karte gesehen. War das so nötig, am Mittelkreis so einzusteigen oder nicht? Wir haben vor dem Spiel, klar, wir haben ja darüber gesprochen, wie die Situation ist mit den gelben Karten. Wir spielen die Spiele so, dass wir die Spiele für uns entscheiden können. Und ich kann und werde keinem Spieler irgendeinen Hinweis mitgeben, dass er wegbleiben soll im Zweikampf oder dass er versuchen soll, ohne gelbe Karte durchzukommen und dass ich eine gelbe Karte holen soll. Das machen wir nicht. Es kommt, wie es kommt. Und Högi ist in den Zweikampf gegangen. Ob es dann zwangsläufig gelb war, da sind wir dahingestellt, kann ja jeder für sich selber beurteilen, aber ich werde auch wirklich nie im Vorfeld sagen, dass er nicht in den Zweikampf gehen soll. Gerade er ist ein Spieler, der in Zweikämpfe kommt und wenn es jetzt einen anderen noch erwischt hätte, dann wäre es so gewesen. Aber wir haben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass wir mit dem Kader immer in der Lage sind, das zu kompensieren und wir haben gute Jungs drin, jeder will spielen und wenn das halt passiert mit den gelben Karten, dann ist das halt so. Herr Oenig, was muss sich in Ihrer Mannschaft in der Rückrunde ändern, damit sie da unten rauskommt und sich lösen kann, auch mal wieder einen Sieg einfahren kann? Ja, das haben Sie schon gesagt, wir müssen gewinnen. Wir müssen Tore schießen. Wir müssen, klar, es ist nicht so, dass das nicht vorhanden ist, aber wir brauchen ein bisschen Spielglück, wir müssen uns ein bisschen ordnen, wir müssen in allen Bereichen noch ein bisschen zulegen. Und es ist ja immer so, jetzt haben wir alle Mannschaften von oben, dann kann man das Spielerische ein bisschen leichter fühlen, aber wenn wir gegen Mannschaften spielen auf Augenhöhe, dann wird sich zeigen, ne, wer sich dann durchsetzen kann. Und das wird es dann eben sein. Dafür müssen wir vorbereitet sein. Das geht nur über eine hohe Laufbereitschaft, das geht über Mut und natürlich auch über Automatismen. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt doch relativ konstant mit derselben Mannschaft spielen können. Ich hoffe, dass dem Rico Preissinger das erspart bleibt, dass er ausfällt, aber das sah nicht gut aus. Da habe ich immer noch keine klare Analyse, was das Sprunggelenk macht. Und das wird der Weg sein, der ist alternativlos. Wir müssen Fußball spielen. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich würde Sie kurz das Mikro entgegennehmen. Dankeschön. Ja, ich habe über die Bildzeitung gemacht. Herr Wenning, dieses frühe 0-2, das war sicherlich der Knackpunkt im Spiel, der für euch viel verändert hat. Bei der Fehleranalyse eben außen gibt es unterschiedliche Aussagen. Der Torhüter sagt, wenn Erde nicht um den Kopf hingeht, habe ich den. Und Erde sagt, nee, der Torhüter muss im Tor bleiben. Weil Sie sagten vorhin, das war eine dumme Aktion. Können Sie das mal aus Ihrer Sicht schildern, wie dieses Tor fallen konnte? Also so wie ich es gesehen habe, ist es schon ein unnötiger Ballverlust. Und dann ging es natürlich schnell und Wasser-Rüssel macht es natürlich gut. Er flammt natürlich relativ früh. Und eins ist auch klar, wenn der Torwart rauskommt, dann muss er ihn haben. Ja. Und dass sie sich gegenseitig behindern, das kommt auch im Fußball vor. Ich finde es viel tragischer, dass der tatsächlich den Kopfball so setzt, dass er zwischen Latte und Kopf dann auch noch reingeht. Das ist Spielglück. Super Kopfball, in dem Moment, wo er drin ist. Ja. Ob der immer so fällt, weiß ich auch nicht. Aber das ist auch egal am Ende. Ja, der Ball war drin und das war genau die spielentscheidende Szene. Und hilft aber auch nicht jetzt zu sagen, der Innenverteidiger war es oder der Torwart war es. Das haben wir schon, das wissen wir, haben schon ein Gefühl dafür, weil die Jungs sind da auch
auch gerade dann noch einen Fehler zuzugeben. Nur wir machen zu viele von diesen leichten Fehlern. Das letzte Tor ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir machen da noch zu viele einfache Dinge falsch. Nee, ich weiß nicht, was mit Regio ist. Beantwortet zu sein und sagen herzlichen Dank und einen schönen Abend und einen schönen Abend.